Ist es wirklich Jörg Jenatsch? Ist es das Skelett des Bündner Freiheitshelden, das in der Kathedrale in Chur begraben liegt? Das angebliche Grab des Jörg Jenatsch ist vergangenen März durch den Archäologischen Dienst Graubünden geöffnet worden. Ein DNA-Test sollte Klarheit schaffen. Externe Wissenschaftler haben die Proben in Augenschein genommen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Das Ergebnis ist leider nicht aussagekräftig. Also wir können schlussendlich nicht sagen, ob es sich bei dem Skelett um dieselbe männliche Linie handelt wie die Nachfahren Jenatsch. Also wir haben aus der direkten männlichen Linie vom mutmaßlichen Skelett Jörg Jenatsch haben wir Nachfahren gehabt, die in ihrem Y-Chromosom übereinstimmen müssten. Und das Ergebnis mit der einen Methode, die wir angeschaut haben, stimmt überein. Mit der anderen Methode haben wir von 23 Systemen 3 Abweichungen. Das können sogenannte Mutationen sein, die über diese 14 Generationen, die das Skelett und die Nachfahren trennt, kann das durchaus möglich sein. Das wurde mit biostatistischen Methoden berechnet und leider ist das Ergebnis nicht sehr schlüssig. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schlussendlich nicht sagen, ob das Skelett Jörg Jenatsch ist bzw. von derselben männlichen Linie stammt wie die 3 Nachfahren. Die DNA-Analyse brachte also nicht die erhoffte Klarheit. Enttäuscht sei man deswegen nicht, meint der Projektleiter. Für mich war sehr wichtig zu erfahren, dass es dieses Ergebnis auch nicht ausschließt, dass es Jörg Jenatsch sein kann. Weil wir haben eine dermaßen gute Indizienlage eigentlich von allen anderen Indizien, dass wir trotz dieses eigentlich neutralen Resultates trotzdem sagen können, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem die Leiche von Jörg Jenatsch sein kann. Zeitverschwendung war die Exhumierung auf keinen Fall. Es sei schon ein Erfolg, dass die DNA-Analyse funktioniert hat, was bei einem fast 400-jährigen Skelett nicht selbstverständlich ist. Ja, für mich ist die Exhumierung, die wiederholte von Jörg Jenatsch, ein sehr gutes Beispiel, was eigentlich unser Kernauftrag ist, vom Gesetz her auch, nämlich der Erhalt der archäologischen Fundstellen für zukünftige Generationen, dass wir wirklich diese Quellen, die im Boden heute im Kanton lagern, nicht alle ausgraben, sondern nur wirklich dort aktiv werden, wo sie zerstört werden. Und das Grab von Jenatsch zeigt das gut. Vor 50 Jahren hat man das Grab schon einmal geöffnet und Jahrzehnte später gibt es völlig neue Methoden, auch neue Fragestellungen. Und das zeigt uns, wie wichtig eigentlich alle Fundstellen sind, die derzeit noch im Boden schlummern, weil natürlich die nächsten Generationen, die nächsten Wissenschaftler, die nächsten Forscher ganz andere Fragestellungen und auch Methoden haben, die wir heute noch gar nicht kennen. Im Fall Jenatsch bleibt also nur die Hoffnung, dass neue Methoden zu einer hundertprozentigen Identifizierung führen.